Hey Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Letzten Samstag habe ich ein Video zum Annäherungssensor gemacht, also wie man so einen Annäherungssensor programmatikalisch bedienen kann. Das heißt, dass man immer eine Reaktion auslösen kann, sobald man sich mit der Hand oder einem anderen Gegenstand dem Bildschirm bzw. dem Annäherungssensor nähert. Und dabei habe ich mich gefragt, wie funktioniert denn eigentlich so ein Annäherungssensor in physikalischer Weise? Und genau das werdet ihr heute erfahren. Viel Spaß! Dabei ist das Ganze eigentlich recht einfach. Ein Annäherungssensor besteht einfach mal aus zwei grundlegenden Elementen, und zwar einer Infrarot-LED und einem Lichtsensor, wie man auch bei den Annäherungssensoren oben immer sehen kann, dass die aus zwei Komponenten bestehen. Und für alle, die nicht wissen, was Infrarot ist: Infrarotstrahlung ist im Grunde ganz normales Licht, nur mit einem Unterschied, dass wir dieses Licht eben nicht sehen können, da es eine größere Wellenlänge hat als die Wellenlänge, die wir maximal wahrnehmen können. Denn es gibt ein bestimmtes Farbspektrum, das können wir sehen, da sind bestimmte Wellenlängen enthalten, und das ist eben eine Wellenlänge, die zu lang ist, denn Infrarotstrahlung kann bis zu 1 mm lange Wellenlängen haben. Aber eine höhere Konzentration an Infrarotstrahlung können wir dann eigentlich doch wieder wahrnehmen, denn wir fühlen es dann als Wärme. Das ist aber bei solchen kleinen LEDs wie oben in unserem Annäherungssensor nicht der Fall, dass wir das spüren können. Die Industrie macht sich das mit dem Infrarot hier zunutze, weil wir eben das Licht nicht sehen können. Dadurch stört die LED dann auch nicht während dem Betrieb. Jetzt aber wieder zurück zum Annäherungssensor. Sobald der Annäherungssensor vom Handy in Betrieb genommen wurde, zum Beispiel weil eben eine App auf den Sensor zugreifen will, also wie zum Beispiel die App, die ich letzte Woche programmiert habe, dann sendet die Infrarot-LED die Infrarotstrahlung aus. Der Lichtsensor neben der LED überprüft währenddessen die ganze Zeit, ob das Infrarotlicht reflektiert wird. Wenn das Licht reflektiert wird, heißt das, dass sich ein Objekt in der Nähe des Sensors befindet. Wird das Licht aber nicht reflektiert, heißt das für den Sensor, dass sich kein Objekt in der Nähe befindet. Aber daher, dass die LED nur sehr schwach ist, erkennt der Sensor auch nur Reflektionen, wenn das Objekt eigentlich unmittelbar in der Nähe des Sensors ist, also nur wenige Zentimeter davon maximal entfernt ist. Genauere Annäherungssensoren können eigentlich sogar die Entfernung des Objekts ausrechnen, indem sie den Zeitabstand zwischen dem Aussenden der Strahlung und der Reflexion messen und daraus dann mithilfe der Lichtgeschwindigkeit die Entfernung berechnen können. Ihr könnt Infrarotstrahlung übrigens sichtbar machen, wenn ihr die Infrarot-LED ganz einfach durch eine ganz normale Kamera betrachtet. Das heißt, ihr müsst einfach nur zum Beispiel mal den Annäherungssensor von eurem Handy, während ihr mit dem Handy ein Telefonat durchführt oder irgendwie anders den Annäherungssensor aktiviert, müsst ihr das Handy mal mit einer Kamera abfilmen, und dann könnt ihr sehen, dass oben der Annäherungssensor auch leuchtet. Infrarot-LEDs werden übrigens nicht nur in Annäherungssensoren verwendet, sondern zum Beispiel eben auch in Fernbedienungen oder in Entfernungsmessern für Baustellen. Fernbedienungen, das wissen wahrscheinlich einige von euch auch, dass darin Infrarot-LEDs enthalten sind, diese LEDs vorne, die eben dann per Lichtsignale das zum Fernseher weitergeben. Und in Entfernungsmessern ist es eben so, dass es auch mittels der Lichtgeschwindigkeit dann berechnet wird, wie weit ein Objekt von dem Sensor entfernt ist. Ja, ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat, auch wenn es ein Video der etwas anderen Art war und nicht unbedingt was mit Programmieren zu tun hat. Aber wenn ja, dann könnt ihr mir das ja gerne mal in die Kommentare als Feedback reinschreiben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am nächsten Samstag wieder zu einem Programmiertutorial. Ciao!